Schatz, Ja. hätte es sein können, dass wir vorhin hätten abbiegen müssen? Weißt doch, Männer können immer die Karte lesen. Wir sind nur einen anderen Weg gefahren. Da hat etwas länger gedauert. Ganz toll. Wer weiß, wo ich jetzt hier rumgondle. Es ist, glaube ich, schon viel zu lange her, als ich dich damals hier weggeholt habe. Und jetzt muss ich mit dir hier in die Pampa zurück. Na, ganz toll. Ob das gut geht? Ich Du weißt bezweifle doch, Männer das. können Karten immer lesen. Ja, natürlich. Sieht man ja. Mann. Wer weiß, wo wir jetzt hier ankommen. Wir kommen an, es dauert nur ein bisschen länger. Ich wollte dir noch ein bisschen die Landschaft zeigen. Ganz toll. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Wir müssen noch unsere ganzen Umzugskartons auspacken. Die können wir nicht draußen lassen. Da sind wertvolle Sachen drin. Mein Computer zum Beispiel. Das Allerwichtigste. Du und dein Computer. Wehe, da ist kein Internet, sag ich dir. Da können wir unsere Let's Plays nicht machen, unsere Livestreams. Das können wir alles dann nicht machen. Ich hoffe, deine Eltern haben das eingerichtet, dass da Internet ist. Wehe nicht. Das habe ich heute noch schnell zwischendrin telefonisch gemacht. Ach, Frauen und ihr Internet und PC und Handy. Mann, ey. Typisch. Oh, ich glaube, ich kann mich Da kommt erinnern. es. Hier stand ein Schild, Hof Bergmann. Sind wir hier richtig? Ja, die Landschaft hat sich in der Zwischenzeit auch ein bisschen verändert. Okay, wollen wir einfach mal hier drauf fahren? Haben sie ganz schön renoviert hier, deine Eltern. Da steht tatsächlich Hof Bergmann dran. Und ich fahre auch noch genau gegen die Tür. Also das Erste, was wir reparieren müssen. Aber das kennst du ja nicht anders von mir. Ja. Okay. Hier rennen Hühner rum. Wer hätte man die Tür nicht zugemacht? Ist das hier euer Elternhaus? Ja, das ist unser Alter, das Elternhaus. ist so viele Jahre her. Mann, ey. Boah, erstmal recken und strecken. Mann. Ach, gucke, der Herr geht gleich rein ins Haus, anstatt dass du gleich mal einen Karton mitgenommen hättest. Nein. Erstmal Beste. gucken, ob's Internet geht. Naja, aber man kann noch einen Karton mitnehmen. Komm, nimm einen Das ist Karton. Männerlogik, das Du weißt du. sagst ja, Männer seid stark. Also bitte, jetzt nehme ich schon den ersten Karton hier mit. Mann. Jetzt hast du vorne die Tür aufgemacht. Wer weiß, was hier für Nachbarn sind. Naja, ich glaube, wir gehen dann erstmal schlafen. Und bringen wir jetzt mal hier einen Karton in die Keinen. Küche. Das müsste ja der mit dem Kaffee sein. Das ist der zweitwichtigste Karton. Gleich nach dem Computerkarton. Oh! Hier steht ein Laptop. Wir haben Internet. Ja, kleine Überraschung. Wie schön. Ja, Gott sei Ja, wir Dank. kommen in der Neuzeit an. Ja, sehr schön. Nun stell dir mal vor, wir hätten nicht mehr streamen können und keine Let's Plays mehr machen können. Du stehst im Weg. Eine Woche hättest du auch so Jetzt stehst du ausgehalten. erst recht im Weg. Komm, wir müssen Kartons reinbringen. Mann. Deine Funzel Frauen kannst du und ihre auslassen. Hexen. Es ist noch hell genug. Jetzt komm doch mal in die Gänge hier. Mann. Oh, mein Rücken, ich merke das schon wieder. Erst diese ewig lange Fahrt hierher. Wer weiß, ist bestimmt hier irgendwo hinterm Horizont und so. Wären wir mal bloß nicht aus der Stadt hierher gezogen. Ich sehe das schon kommen. Das wird doch gegen den Baum gehen. Ich und in einem Traktor. Hier ist es idyllisch, ruhig. Das Erste, was ich mir holen werde, ist eine Kettensäge. Stehen bestimmt überall Bäume rum. Ja. Es ist ja mal gut, dass wir in der Kaufhalle nach Eierkartons gebracht haben, ja? Die sind perfekt geeignet für Umzüge. Na, kriegst du es nicht hin? Na, mir ist der Karton erstmal runtergefallen. Na, ganz Da war toll. Na, jetzt. mal gut, dass da keine Eier mehr drin sind. Da war nichts Wichtiges drin. Aha. Naja. Na gut, War kein Geschirr. jetzt haben wir die ganz wichtigen Kartons drin. Ich würde sagen, den Rest machen wir morgen. Wollen wir Ja, erstmal morgen ist schlafen auch noch gehen? Tag. Ja, ich bin so müde. Mir tut mein Rücken dermaßen weh.
Komm, wir gehen ins Schlafzimmer, wir gehen schlafen. Aber hier machen wir erstmal Tür zu. Wer weiß, wer hier so kommt. Ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden, dass du noch eine Rückenmassage willst. Ja, so wie sich das gehört. Kommst du jetzt bitte schlafen? Ich habe gerade die Tür zugemacht. Ja, nur los. Bin müde. Und schnarchen tut sie auch noch. Guten Morgen, ist mein Kaffee schon fertig? Guten Morgen. Oh. Nur die Ruhe. Oh, ist wieder sowas von typisch. Bleibt ewig im Bette liegen, ich habe keinen Kaffee. Mann, das geht ja schon wieder gut los hier. Was ist das denn hier überhaupt? Irgendwelche alten Gurken oder so. Wer weiß, wie viel, 20 Jahre hier drin. So, du kochst Kaffee und ich hol die Kartons rein. Los jetzt. Und dieser Hahn hier, der macht einen Lärm. Aber knuffig sind die schon. Guck mal, wir haben sogar Enten. Hast du schon gesehen? Man kann hier noch nicht mal richtig ausschlafen, Herr. Der wieder. Immer wieder ausschlafen. Ja. War nichts gut Wichtiges drin in dem Karton. Ob ihm auffällt, wenn sein Zeugs kaputt ist? Ich weiß es nicht. Das fällt mir auf. Verdammt, er hat's gehört. Psst. So. Huch. Weißt du, kannst eigentlich auch gleich mal zwei Kartons auf einmal nehmen. Mann, ihr wollt doch immer so stark sein, ihr Männer. Frauen an die Macht. Mach die Eierkartons. Oh. Hier gibt's fliegende Kartons. Ich nehme. Da kannst du deinen Kaffee trinken. Ja, das ist eine gute Idee. Das werde ich jetzt mal tun. Guten Morgen. Oh Guten Gott. Morgen. Ist hier jemand? Schatz, da ist jemand. Hallo? Ich bin Oma Hanna. Hanne. Ich bin eine alte Freundin ihrer Eltern. Die ist ganz lieb. Die waren zusammen auf der Schule, Mama und Oma Hanna. Ja. Ja, hallo. Ja, guten Tag. Bin die Averia. Oh, ja. Ja, Mensch, Scholli. Du bist aber gewachsen. Meine Güte. Und ja, so ein Höhe strammer Mann geworden. Und deine Frau. Oh, schön, dass ihr da seid. Übrigens, ich hab da was für euch. Das haben mir deine Eltern gesagt. Soll ich euch vorbeibringen? Okay. Und zwar, was haben sie gemeint? Oh. Ne? Jolly. Hm? Ist komisch. Irgendwie funktioniert das nicht. Was ist denn jetzt hier? Die sind alle so. Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Wo ist sie denn jetzt hin? Ich suche sie gerade selbst. Verdammt, ich habe keinen Platz. Ich kriege es nicht. Also sie scheint irgendwas auszuhacken. Ich höre sie auf jeden Fall noch. Vielleicht ist sie auch irgendwann wieder da. Vielleicht ist sie hier im Pferdestall verschwunden. Oh. Immer diese Doppeltüren. Also hier ist sie nicht. Ich finde so, find die Doppeltüren schön. Ja. Du findest alles schön, was hier ist. Oh, was war denn das? Ui. Hier gibt's ja Sachen. Ja.
Hier gibt's lila Sachen. Nein. Oh. Wie schön. Deine Eltern haben mir gar nicht erzählt, dass sie lila Sachen hatten. Toll. Perfekt. Und schon mag ich sie ein bisschen mehr. Jetzt muss man die Tür auflassen, damit das auch jeder sieht. Mensch, so ein Schmuckstück muss doch ersichtlich sein. Also. Naja, in lila. Ja. Die schönste Farbe, die es gibt. Ich frage mich, wo Honey hin ist. Also irgendwie. Die taucht bestimmt wieder auf. Sie ist wieder da. Ja. Schaut, wen ich hier habe für euch. Oh. Sie hat uns einen Hund geschenkt. Ja. Das ist ja cool. Aber passt gut auf ihn auf, ja? Ja, das machen wir. Hier. Das ist der letzte Welpe von meiner Hündin gewesen. Guck mal, ich hab ihm gleich was zu essen gegeben. Schön, er kriegt gleich was. Ja, natürlich. Kann man euch noch irgendwie behilflich sein? Ja, im Moment nicht so. Weil wir haben nur im Moment die schweren Umzugskartons, aber das müssen sie in ihrem Alter nicht mehr machen. Ja, das ist aber nett von ihnen. Ja. Aber in der Küche steht Kaffee für dich. Ja, das ist aber nett. Gekocht. Also, ist er nicht ein toller Kerl? Ja, das finde ich auch. Ja. Ja, dann komm mit, dann gehen wir in die Küche. Ja. Ist halt noch unordentlich, ja? Ist noch nichts ausgepackt. Ja, sie sind ja gerade frisch eingezogen. Das ist doch normal. Ja. Sie hat den Karton ja mal wegnehmen können, also weißt du. So, setzen Sie sich hin. Lassen Sie es schmecken. Sehr gut. Ja, das kann man. Du hast es nicht verlernt, Kaffee zu kochen, mein lieber Scholli. Also wenn er nichts kann, aber das kann er. Das kann er richtig gut. Ich habe auch einen guten Orientierungssinn, ja? Ja, perfekt. Den hatte er früher schon. Oh ja. Das glaube ich gern. Wie war er denn so als Kind? Immer brav und anständig. Oh, das wollen sie gar nicht wissen. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Oje. So aber schlimm, das, ja? Ja. Oh, ja. Oh. Aber ich lasse sie jetzt mal wieder alleine. Und ja. Ich wollte gerade sagen, Hanna, du hast doch bestimmt noch einen Termin. Die Geschichten kannst du irgendwann ein anderes Mal erzählen. Ah, dann bringe ich auch die Fotoalben mit. Oh ja. Ja, ja. Da freue ich mich schon drauf. Die sind zu schwer für dich. Nein. Ach, ich krieg das schon hin. Glaub mir das. Und wenn der Bürgermeister mich mit seinem kleinen Wagen fährt. Also. Schön, auf dass Wiedersehen. Du da warst. Tschüss. 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 Naja, so verkehrt scheint sie ja gar nicht zu sein. Nee, ist eine Kanz. Okay. Naja. Na komm, aber ja. Sie ist alt, glaub ihr nicht alle Geschichten. Ach so, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Tja. Hilf mir lieber die Kartons hier raustragen, ich will ja endlich mal fertig werden. Wie viele Kartons hast du gepackt? 18. Glaube ich. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich glaube, am Montag kommen die restlichen Kartons noch per Post, also per Spedition nachgeliefert. Bis dahin müssen wir die hier natürlich mal ausgepackt haben, ja, sonst wird das ja, also, ja. Denn wir müssen ja auch irgendwann mal anfangen zu arbeiten, ja. Ich meine, hier, das Federvieh, ich möchte ja auch irgendwann mal was zu futtern kriegen. 14 Kartons von dir und 4 von mir wahrscheinlich. Und 3. Ich habe ein bisschen gestopft. Da haben 3 gereicht für dich.
Hier ist aber ganz schön Verkehr. Andauernd fahren hier Autos vorbei. Mann. Ja. Ja, super, wo du gewohnt hast, da sind hier alle 10 Sekunden Autos vorbeigefahren. Das ist eine Sache, an die man sich gewöhnt. Als Stadtmensch ist das nun mal so. Hier habe ich gedacht, hier ist niemand, so gar niemand. Aber naja, immerhin war Oma Hanne schon mal da. Na, wird's denn gehen? Ja. Lässt da schon wieder ein Karton fallen. Du aber auch. Ich darf das. Der ist verdammt schwer. Weiß ja nicht, das sind, glaube ich, deine Kartons. Weiß ja nicht, was du da alles für Kram. Deren Kartons darf ich alle nehmen. Genau. Die stelle ich jetzt hier vor Schlafzimmer. Ich glaube, da sind deine Unterbuchsen drin. Huch, sie stehen im Weg. Tja, letzter Karton bei dir? Für mich ja, für dich nein. Na ganz toll. Hast du nicht irgendwann mal gesagt, du möchtest mich permanent verwöhnen? Nein. Jetzt muss ich schon meinen Kaffee permanent mit anderen teilen. Nicht. Der Karton möchte dich. Ja, meiner auch nicht. Mann, das sind alles deine Kartons, die ja so widerspenstig sind. Jetzt haben die sich von dir abgeguckt. Ihr Männer sind doch eigentlich Pflegeler. So. Wird aber an dieser Stelle die heutige Folge beenden. Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir werden das hier künftig so weiter versuchen, weiterzumachen. Es wird nicht immer so extrem viel Gameplay dabei sein. Aber wenn ihr möchtet, schaut in den nächsten Folgen rein. Wir freuen uns. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.